Hey, ich bin's, Marco für reisenachatlantis.de. Heute möchte ich mit euch über die wichtige Unterscheidung von Beobachtung, Interpretation und Gefühlen reden. Wenn ich mit anderen Leuten zu tun habe, dann kommt es oft vor, dass ich eine Beobachtung mache bei dem anderen oder auch generell, wenn ich mit niemandem zu tun habe, aber halt generell im Alltag, ich lebe mein Leben, dann mache ich eine Beobachtung und aus dieser Beobachtung interpretiere ich, was da passiert ist und ein bestimmtes Gefühl entsteht bei mir. Und bei vielen Leuten ist das so ein Prozess, der halt so ganz, ganz schnell verläuft so und auch sehr unbewusst. So, okay, Beobachtung, Interpretation, Gefühl. Das ist so eine Sache, die passiert in ihren Köpfen. Aber das sind ja wirklich verschiedene Dinge. Wenn du eine Beobachtung machst und eine bestimmte Interpretation machst, die Beobachtung, das hast du ja wirklich gesehen, das hast du beobachtet, das ist wahr. Aber der Interpretation, da kannst du dich irren. Du kannst dich auch bei der Beobachtung irren, wenn du etwas falsch beobachtet hast, aber das ist eher nicht der Fall. Meistens, wenn du was beobachtest, dann ist es auch tatsächlich so. Und dann deine Interpretation, also ich würde fast sagen, per Definition ist deine Beobachtung wahr. Und wenn die nicht wahr ist, dann war es eigentlich eher deine Interpretation, die du hattest. Wie zum Beispiel, wenn du sagst, du beobachtest einen See in der Wüste, dann ist das eigentlich nicht deine Beobachtung, sondern eine Interpretation. Und diese Interpretation kann eben falsch sein, wenn es eine Fata Morgana ist. Dann ist die richtige Interpretation, dass sich die Lichtstrahlen, dass die abprallen am Sand. Oder nicht am Sand, sondern durch die... Das entsteht, glaube ich, durch so eine Differenz in Temperatur. Ja, auch immer, ich bin kein Physiker, aber so... Das ist sozusagen die wichtige Sache, die man im Kopf behalten muss, dass Interpretationen falsch sein können und auch, dass man sich bewusst ist, die Unterscheidung zwischen Beobachtung und Interpretation. Erstmal kann man wirklich nur sagen, okay, sicher ist, ich habe das und das beobachtet. Und was damit alles noch zusammenhängt, das ist dann eine andere Sache, darüber kann man dann diskutieren. Und das ist bei vielen Leuten wirklich so miteinander verquickt. Also sie sind sich gar nicht bewusst, dass sie gleich zur Interpretation springen, ohne das von der Beobachtung zu unterscheiden. Also zum Beispiel, angenommen, ich schaue dich nicht an beim Reden, okay? Ich gucke einfach so starr so vor mich hin und dann kannst du, das ist die Beobachtung, ich schaue dich nicht an. Interpretation, kannst du dir dann sagen, okay, er ist nicht daran interessiert, was ich ihm zu sagen habe. Er will mich zuhören, er ist gelangweilt, also was. Und als Gefühl entsteht dann mal so eine Abneigung oder Wut oder Frustration, weil du meinst, ich höre dich nicht zu. Aber der Grund kann ganz anderer sein. Es kann eine ganz andere Interpretation geben, warum ich das mache. Und das wirst du nicht herausfinden, wenn du mich nicht fragst oder wenn du nicht mit mir darüber redest. Und... Diese Entscheidung ist ganz wichtig, weil es kann ja sein, dass ich einen Grund habe. Also ich kenne Leute, bei denen ist es so, die schauen den anderen nicht so sehr an, weil ihnen das hilft. Sie können sich besser konzentrieren, wenn sie einfach nur irgendwo hinschauen und sich das vor ihrem inneren Auge sozusagen vorstellen. Und dann entsteht wenn du diese Interpretation... Wenn du diese Interpretation als wahr ansiehst, dass ich mich besser konzentrieren kann, wenn ich dich nicht anschaue, dann entstehen auch ganz andere Gefühle bei dir. Denkst du dir, dann bist du eher nicht frustriert, das würde dich vielleicht immer noch stören, wenn du es eigentlich gewohnt bist, dass Leute dir ins Gesicht schauen, aber zumindest bist du beruhigt, weil du weißt, ja, er würde mir das schon sagen, wenn ich ihn nerve. Aber ich kenne ihn und er schaut halt auch mal weg, wenn er zuhört, um sich gut konzentrieren zu können.
Und ja, so viel mehr habe ich da, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Aber so dieses, dieses Schema ist so mein Ratschlag, dass mal, dass du es im Alltag mal versuchst, solche Situationen zu finden, wo du etwas beobachtest und dann eine Schlussfolgerung ziehst, dass du dir das, ich meine, das ist so oder so in meiner Philosophie, so, wir wollen uns so viele Sachen wie möglich bewusst machen. Nicht so, dass wir dann irgendwie gar nicht mehr denken können, weil unser Gehirn zu viele Informationen kommt, aber zu einem gewissen Maße wollen wir so viele Dinge wie möglich uns bewusst machen. Und deswegen ist mein Appell an dich, versuch das mal in deinem Alltagsleben darauf zu achten, was du beobachtest, also gerade wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, was du beobachtest und wie deine Interpretation ist. Ja? Was haben die Leute wirklich tatsächlich gemacht und was ist deine Interpretation von ihrem Handeln und dann was sind die Gefühle, die dabei entstehen. Und ich glaube, du wirst sehr schnell merken, dass, also gerade wenn du dazu tendierst, irgendwie vielleicht jähzornig zu werden oder von anderen starken Gefühlen getrieben bist oder andere Menschen sehr schnell Gefühle in dir auslösen, dann ist es sehr hilfreich, sich diese Frage zu stellen. Was ist die Beobachtung? Was ist die Interpretation? Und dann, welche Gefühle entstehen da bei mir? Ich hoffe, das war hilfreich und wir sehen uns demnächst. Ich glaube, ich werde diese Videos jetzt nicht mehr jeden Tag machen, aber doch schon regelmäßig und immer, wenn ich Inspiration kriege. Ich habe die jetzt seit 2 Wochen jeden Tag gemacht und bei mir ist es jetzt so, da ich möchte darauf achten, dass ich die nicht jeden Tag mache, nur damit ich sie jeden Tag mache, sondern dass ich sie mache, wann immer ich eine gute Idee habe und wenn immer ich eine Idee habe, die hilfreich für euch sein könnte. Ja, das war's für heute und wie gesagt, wir sehen uns demnächst. Tschüss.